Servus zusammen. So, hi. Ihr habt gesehen, worum es geht. Es geht heute um den Wizard. Den wollen wir mal auf Herz und Nieren testen. Ich habe wieder den Andreas dabei, ne? Der war ja beim Unboxing auch dabei. Und es ist auch sein Scooter. Er hat mir den freundlicherweise zur Verfügung gestellt, ihn zu testen, obwohl er ihn auf seinem Kanal, den ihr natürlich folgen solltet, ne? Unten in der Videobeschreibung verlinkt, selber noch nicht getestet hat. Ne? Also hier. Ja, ich hatte den jetzt seit Mittwoch zu Hause, heute haben wir Sonntag und ich bin noch nicht einen Meter damit gefahren. Ja, ich bin vor ihm gefahren. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür und wir starten jetzt direkt. Let's go! So, hi. Also Jitzen, schauen wir uns den Klappmechanismus mal an. Andreas wird uns jetzt zeigen, wie man das Teil zusammenklappt, und zwar komplett. Mach es mal so kompakt, wie es geht. Okay, also erstmal würde ich den Lenker runter machen. Der Lenker ist stufenlos höhenverstellbar, ne? Ja, und der geht erstaunlich hoch. Die Lenker lassen sich einklappen, das finde ich immer richtig klasse. Und da wackelt absolut nichts. Jetzt muss ich hier den Hebel ziehen. Beim Einklappen geht das relativ gut. Und ja, das hält jetzt hier nicht, aber... Das ist da rastet dann auch automatisch ein. Okay, und dann ist man ja auch direkt abfahrbereit mit dem Leichtgewicht von 22,5 Kilo. Gut. Ja, aber dafür kriegt man ja auch was, ne? Dann mache ich mal das Auseinanderklappen. Ist eigentlich dasselbe, genau andersrum. Den Hebel ziehen, hochklappen. Ich würde dann die Lenker zuerst einrasten lassen. Den Fuß drauf. Ein Ruck nach vorne, dass das hier einhakt. Das klackt dann, habt ihr gerade gehört. Dann könnt ihr euch den Lenker so einstellen, wie ihr das braucht. Und dann, ja, let's drive. So, als nächstes schauen wir uns mal an, ob man damit auch ein bisschen Slalom und wie agil das Ding ist. Hab mal ein paar Hütchen aufgestellt. Da fahren wir jetzt mal aufgrund seines Gewichtes. Glaube ich nicht, dass er so agil ist wie beispielsweise ein Soulflow oder der Cobra zuletzt. Aber schauen wir uns mal an. Bin gespannt. Und was meinst du, was sagst du dazu? Also mir hat es echt gut gefallen. Ich habe gedacht, weil er so schwer ist, würde er nicht so gut um die Kurven kommen, aber hat mich doch überrascht, ey. Ja, also mit Vollgas würde ich jetzt hier nicht rumfahren, aber ich sag mal, man kommt schon dahin, wo man hin will. Also ich habe Vollgas hier gegeben, ne? Ich nicht. Aber ist ja jedem selbst überlassen. Ich finde ihn gut, macht er echt klasse, hat mir doch recht gut gefallen. Ich habe gedacht, weil er so schwer ist, ist das mit dem Handling nicht ganz so gut. Also ich würde sagen, ab zur nächsten Kategorie. So ihr Lieben, als nächstes machen wir einen Bremstest. Den Bremstest werde ich aber nur mit der Hinterradbremse machen, denn die Vorderradbremse ist meiner Ansicht nach lebensgefährlich. Denn die ist so hart eingestellt, dass man da abhebt. Deshalb... Vielleicht muss man da oder sollte man da auf jeden Fall mal nachstellen. Mit der hydraulischen Bremse, da weiß ich jetzt nicht, wie das genau geht mit dem Bremsbacken hier hinten. Da müsste ich mich auch schlau lesen. Aber jetzt erstmal der Bremstest nur mit der Hinterradbremse. Mal gucken, wie weit da noch der Bremsweg ist. Oh. Aber der Bremsweg ist echt recht weit, muss ich sagen. Das sind 1, 2, 3, das sind gute 3 Meter. Das ist schon recht viel, aber wir haben ja jetzt nur eine Bremse verwendet. Wenn wir die andere ein bisschen geschmeidiger einstellen, ich denke, dann ist der Bremsweg auch
absolut in Ordnung. Vorne die Bremse ist auf jeden Fall knüppelhart und auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Ey. Da hätte es mich bei den ersten 5 Metern schon fast hingelegt. Ja, als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns den Komfort an. Also, ihr habt es schon beim Unboxing hoffentlich gesehen, wenn nicht, hier oben verlinkt. Ne? Der hat zwei super Federn. Schaut mal, wie toll die schon nachgeben, nur wenn ich mich drauf stelle. Oder der Andreas, stell dich mal drauf, ich halte mal ein bisschen zu. Dann kannst du mal, guck mal. Und wie gut die genau sind, davon möchte ich euch einfach ein paar Eindrücke geben. Ich finde sie hervorragend. Also die haben mich echt begeistert. Da blende ich euch natürlich jetzt mal ein paar Eindrücke ein. Da habe ich eine schöne Szene gefunden, denke ich. Da sieht man, wie toll die Dinger federn. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei, bei den Bildern. Jetzt schauen wir uns die Steigfähigkeit des Wizard an. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, denn 48 Volt, 500 Watt Nennleistung und da muss natürlich auch eine ordentliche Peakleistung kommen. Ansonsten ist das Ganze natürlich nur halb so interessant. Wir haben bestes Wetter und starten dann auch jetzt direkt los. Der Andreas ist ein bisschen vorgefahren und filmt gleich aus einer anderen Perspektive. Die blende ich euch dann ein. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ihr Lieben, dann wollen wir mal gucken, was das Teil hier so taugt. Ich blende euch die GPS-Daten ein. Also die Übersetzung ist schon mal ganz ordentlich. Die 20 km/h werden hier super, 21 km/h werden hier super erreicht. Und interessant wird es dann jetzt gleich hier links bei den 10% Steigung. Ja, und dann sackt er auch direkt ab. Oh. Auf um die 11 km/h. Das spricht für nicht besonders viel Peakleistung, beziehungsweise fast gar keine. Das wären dann so 600-700 Watt Peakleistung ungefähr sein, irgendwo so dazwischen. Und richtig interessant wird es natürlich jetzt bei der 19% Kuppe, da bin ich mal gespannt, ob wir da noch hochkommen. Nein, keine Chance, vorbei. Ja, das war's dann für den Wizard. 19% ist Feierabend, hat er leider nicht geschafft. Eindeutig zu wenig Peakleistung, schade. Sehen wir uns bei der nächsten Kategorie wieder.
zum guten Schluss das Fazit. So, Andreas, erstmal dein Eindruck. Was sagst du denn jetzt zum Scooter? Also, die Steigleistung ist nicht so ganz, was ich mir erhofft habe. Ich habe gehofft, dass er ein bisschen besser ist als der Ninebot, und das hat er ja jetzt bei Michas Test auf keinen Fall gezeigt. Ansonsten, das ist jetzt für mich kein K.O.-Kriterium, weil da, wo ich wohne, da ist es ziemlich flach. Ich mache auf 20 Kilometer ungefähr 50 Höhenmeter, da brauche ich das nicht unbedingt. Es gibt nur so ein, zwei Brücken und Rampen, die ich hoch muss, und ja, da muss ich halt mal schieben. Aber davon abgesehen, die Federung ist super, der Komfort ist super auf dem Gerät, das Display finde ich toll. Die Bremsen, ja gut, die Vorderradbremse ist gefährlich und ich weiß auch nicht, wie man dann so eine hydraulische Bremse einstellt. Da muss ich auf jeden Fall mal gucken, da schreibe ich wahrscheinlich auch mal den Hersteller an und gucke dann mal, was sie da machen oder mir empfehlen würden. Weil ich habe mich mit so einem Scooter schon mal auf den Helm gelegt und das möchte ich ungern wiederholen. Ja, aber ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät. Der macht die 21 km/h. Ja. Ja, also da lässt sich nicht mehr viel zu sagen. Das sehe ich eigentlich genauso. Was für ihn spricht, er schafft auf kleinen Steigungen auch die Geschwindigkeit von 21 km/h. Ihr seht das bei den 6-7% Steigung. Da kommt er bis zu den 21 km/h. Da haben zum Beispiel die Thrive-Männer schon an Geschwindigkeit eingebüßt. Also ist hier die Übersetzung viel, viel besser. Das gefällt mir natürlich richtig gut. Denn ich habe keine Lust, wenn es 2-4% hochgeht, da schon an Geschwindigkeit einzubüßen. Ja, Steigfähigkeit, wie er sagt, hat er leider nicht so viel gebracht, wie wir uns das erhofft hatten. Ich hatte mir da schon mit einem 500 Watt Nennleistung, 48 Volt System ein bisschen mehr erhofft. Aber der Rest stimmt. Gut verarbeitet, nichts klappert, nichts schleift, nichts läuft umrund. Höhenverstellbar, einklappbare Lenker, das Gesamtpaket 1000 Euro. Die Reichweite auf jeden Fall. Die Reichweite ist natürlich, da wollte ich gerade drauf hinaus, danke. Mit 26 Amperestunden und 100 Kilometer sind da, denke ich, auch fast drin, oder? Was meinst du? Also zumindest. Ja, bei mir nicht, aber ich sag mal, wenn man die entsprechenden Gewichtsangaben mitbringt, dann wird das gehen. Also das sind knapp 50% mehr wie der Ninebot. Nee, das stimmt nicht. Das sind 60-70% mehr wie der Ninebot. Ich komme mit dem Ninebot 45 Kilometer, also sind auf jeden Fall 80. Bei mir wären gewiss 80-90 drin. Liegt wahrscheinlich an der Strecke. Aber für mich ist er halt uninteressant hier in meinem Bergigen. Da muss ich die Hälfte der Zeit schieben. Da habe ich keine Lust drauf. Wenn ihr es flach habt, auf jeden Fall schlagt zu, wenn ihr daran Interesse habt. Ich finde den Roller im Groben und Ganzen sehr gut. Einziges Manko ist für mich hier die Steigfähigkeit. Deshalb ist er für mich und meine Gegend uninteressant. Ansonsten ist er unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Ist ein bisschen billiger auf Amazon wie als beim Hersteller. Zwar nur 4 Euro, aber 4 Euro haben und nicht haben sind 8 Euro. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nö. Dann denk dran, ihm zu folgen. Ne? Er bringt auch noch ein paar schöne kleine Videos demnächst. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch eine Zusammenfassung von dem, was wir hier fabriziert haben. Macht mir ein bisschen Angst. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao.